Okay, und wie schon gesagt, wir sehen Ike gegen Dark Samus. Ich höre den Ingame-Sound. Ja, ist besser. Gut. So, jetzt höre ich mich besser, jetzt höre ich den Ingame-Sound besser. Und wir können sehen, es ist relativ ähnlich wie beim Nice Face Matsuzo Set. Ziemlich even. Oh, aber Estein holt den ersten Stock. Oh, das war knapp gerade. Da hat Estein ein bisschen Luck gehabt, dass er nicht punished wurde. Für die Side B. Es ist auf jeden Fall ein Matchup, das man mit Samus gewinnen kann. Aber das Juggle-Game von Ike ist halt sehr stark. Und gerade so Floaty-Charaktere leiden da sehr drunter. Dark Samus auch ein Charakter, der seine Hurtbox ist sehr groß. Oder ihre, keine Ahnung. Also im Gegensatz zu Samus, die ihre Hurtbox klein macht, wenn sie springt, ist sie bei Dark Samus doch sehr groß. Und, noch gute DI. 120%. Und das reicht noch nicht. Max Rage jetzt auf Dark Samus. Und Side B killed. Okay, jetzt ein ganzer Stock Lead. Wer ist denn? Mal schauen, wie Matsuzo damit umgeht. Okay, entscheidet sich für die Stage Control. Oh, das war risky. Aber an sich der richtige Ansatz gegen Ike. Ike Offstage haben, Ike mit einem halb aufgeladenen Schuss treffen, irgendwie den Jump klauen und mit den Bomb Traps auf jeden Fall auch. Das ist auf jeden Fall auch sehr gefährlich für Ike, aber die Back Air klärt schon. Das ist das erste Set für SDN, war das erste Game. Ein Set hat er, glaube ich, auch schon gespielt. Robin versus. So. Wir sehen einen Villager. Den habe ich ewig nicht gesehen. Da bin ich mal gespannt. Villager auf jeden Fall sehr janky. Ich glaube, das kann gegen Ike auf jeden Fall klappen. Vor allem, wenn er offstage ist. Also ich denke mal, die Bowlingkugel könnte zum Problem werden für Ike. Mal schauen. Also Villager ein Charakter, den man eigentlich nie sieht. Nie. Ich könnte jetzt wirklich keinen einzigen Spieler nennen, der den Charakter spielt. Es gibt ein paar, die Melinda, also ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißt, spielen. Oder auf Englisch, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall den Hund von Animal Crossing. Manche spielen den, gerade in der Schweiz ist ein sehr guter. Aber Villager sieht man sehr, sehr selten. Gerade inzwischen.
Früher gab es noch einen. Aus Nord- oder Mitteldeutschland. Aber inzwischen... Ist jetzt aber natürlich schon wieder Stocklead für SDN. Sehr, sehr aggressiv. Oh! Das war eine Jab-Lock-Möglichkeit. Ich weiß nicht, wie das... Wie gut das bei Villager funktioniert mit dem Jab. Noch ist das Ganze aber nicht gegessen. Ich glaube, das kann ganz schnell gehen, wenn Ike offstage ist. Oh! 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 Ja, genau das meine ich. Schön mit der Steinschleuder gebullied. Und es ist Stock. Ausgleich. Oh, oh, da kam der Baum nicht raus. Weiß nicht, ob der nicht genug gewässert wurde. Das wäre guter Damage gewesen auf jeden Fall. Okay, Trade hier mit der Up-B-Armor. Oh, guter Damage jetzt hier von SDN. Er ist auf jeden Fall bereit, den Damage zu traden und sehr, sehr aggressiv gerade. Oh, guter Tag. Und der F-Smash. Reicht schon? Reicht das schon? Ist der Jab noch da? Oh, das war knapp. Ich sag ja, das kann ganz schnell gehen. Und der Dash Attack reicht noch nicht. Oh, und versetzte Fair trifft durch den Gyroid noch. Und damit das 2-0 für SDN. Aber Villager war auf jeden Fall an sich keine schlechte Idee.